Ich habe einen riesigen Haufen Dinos gefunden, die alle zusammenstehen und ich gehe jetzt rein und töte alles. Was denn gerade? Hi, guys. Jom, jom, jom. Hi, Klöppel. Hallo. Oh. Meint ihr? Oh, warte, warte. Hallo. Ja, genau. Ich wollte es auch gerade machen. Hallo. Weg. Erinnerst du dich noch, als wir vor ungefähr einer Stunde oder zwei oder vielleicht auch drei Stunden hier mit Pfeilen auf den Vieh geschossen haben? Es liegt immer noch hier. Ja. Ist jetzt auf Hälfte Food. Reicht das oder reicht das nicht, ist die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Wir können es, probier's aus. Wenn nicht, dann dauert es halt jetzt dann noch so 10, 15, 20 Minuten länger oder sowas. Ist ja egal. Hau's einfach rein. Wow. Stimmt, die 5 Stunden Unterschied machen. Ja, du musst alles reinhauen. Du musst alles reinhauen. Warum, warum? Jetzt, ja, weil er jetzt wieder von vorne anfängt. Wie? Macht er nicht. Lüg mich an. Ja doch, guck mal, das geht gerade wieder runter, das Taming. Deswegen, du musst immer was drin haben. Aber von vorne anfangen und es geht langsam wieder runter, ist schon ein Unterschied. Also, ja, nee, keine Panik. Bei mir hat er letztes Mal abgebrochen. Da, okay, fertig. Ju, endlich! Das ist mein Lieblingstier. Bis vor ungefähr 2 Tagen wusste ich nicht, wie es heißt, aber es war der Adler. Oh, guck mal, Level 114. Wow. Holy shit. Okay, schnellst ein Ding. Boah, ja, ist ja gut, du bist aufgeregt. Ist ja gut jetzt hier, Gachi. Gachi, du kannst jetzt zu mir kommen. Wirst nicht mehr benötigt von Daniel. Ganz wahr. Gachi ist ein treues Tier. Warte, ich hol kurz den Sattel für dich. Wow. Erstmal einen Kibbel wieder wegnehmen. Hier, das reicht. Gib das her. Wow. Hi, wie geht's dir? Wow, ich mag das, wie die Federn so individuell wackeln. Ich hätte auch gerne den Kopf aufgenommen, wie das Vieh halt am Boden liegt und so langsam er sich halt bewusstlos am Boden rumliegt. Ging aber nicht, weil er halt mit einem scheiß Kopf in den Stein drin war. Ja, das kann man sich leider nicht aussuchen, wie er hinfällt. Ja, oh, ich nehme erstmal seinen Pupi mit. Ja, sehr schön. Was sind das eigentlich für hässliche Tattoos, die du hast, Alter? Faith? Na, natürlich. Kreuz auf dem Rücken? Na, natürlich. Achso, ich hab übrigens jetzt gesagt, ne, da kam so ein Typ uns vorhin besuchen, das hab ich ganz vergessen, das wollte ich noch erzählen. Ja. Er wollte erstmal wissen, wer wir sind, ja. Und dann hat er mich gefragt, warum ich solche hässlichen Tattoos hätte. Und ein Kreuz auf dem Rücken und Faith halt vorne auf dem Brust. Meint ja, wir wollen jetzt halt hier den Glauben verbreiten auf der Insel. Ne? Wir sind halt Missionare. Und er war ein bisschen verdutzt und wusste nicht, was er sagen soll in dem Moment. kann ich verstehen. Ja. Ist der Sattel jetzt drauf oder musst du das noch remote usen? Nee, du musst den reinziehen. Der hat so einen eigenen Slot für den Sattel. Oh ja, tatsächlich, da oben. Gar nicht gesehen. Jetzt kann er hinfliegen. Oh. Guck der Ding an. Wow. Das sieht schon. Der hat echt eine geile Färbung. Muss man unten drunter gucken. Der sieht echt sexy aus, ey. Ich liebe Alter, den Vogel jetzt schon. Alter, der sieht richtig gut aus. Gerade wenn du von oben nach, unten nach oben guckst. Wolltest du mich gerade grabben? Ich versuche dich auch zu grabben, aber irgendwie geht das anders. Oh, jetzt habe ich dich. Wow. Der ist auch recht schnell eigentlich. Ich meine, der ist natürlich nicht so schnell wie der Peter, aber. Hatten wir jetzt schon an Speed. Mal gucken. Ja, 100% halt so. Wow. Er hat schon 1200 Health, das ist auch in Ordnung. Der ist echt hübsch, ja. Der sieht aus wie so ein klassischer indianischer Federschmuck. Also ja, so. Genau. Der ist super. Hübsches Ding, ey. So, wir müssen ihm noch einen Namen geben. So, gucken wir mal. Play Mode. Wie gibt er den nochmal einen Namen? Mit E? E gedrückt halten, genau. Okay. Change Name. So, wie nennen wir ihn? Gibt's irgendeinen Vogel-Emote irgendwie? Warte, wie hieß denn das? Dakasi gibt es. Ich bin froh, dass ihr so kreativ seid mit der Vergabe von Namen. Natürlich. Entschuldigung, wir haben leider eine Anti-Vape-Regel eingeführt, damit du das nicht mehr vapen würdest, das mir aufnehmen. So, was? Hast gesund Lügen. Ja, was? Nee, ich möchte nicht, dass das Publikum plötzlich deinen komischen Dampf ins Gesicht bekommt. Fies. Wie können wir den Vogel nennen? Weißt du was? Wir lassen die Zuschauer den Vogel benennen! Oh je. Das könnte aber eine ganz schöne Ecke dauern. Ja, macht nichts. So, der Vogel heißt jetzt nämlich... Zuschauer? Indri. Zuschauer war. Ja! Ihr könnt in den Kommentaren jetzt reinschreiben, wie ich meinen eigenen kleinen, wie heißt das Vieh nochmal gleich? Aquentaris? Greifenvieh benennen darf. Agentaris, ja. Oh. Ja, okay, ja. Lassen wir erstmal hier oben stehen, ne? Das Ding ist nämlich so, nicht, dass ich den nicht lieb habe, aber Gatschiger sind derzeit schneller und ich suche immer noch den Bauplatz. Ja. Na, wobei, warte, komm, hier. Nehme ich den mal direkt mit, so. Dann kannst du den gleich leveln. Ja, richtig. Hm? Psch, psch, psch. Hey, psch, psch, psch. Bleib hier unten, bleib ruhig. Ich hab ihn.
Okay, ich fliege mit Zuschauerwahl mal kurz zu der Insel und level den mal eine Runde. Zuschauerwahl. So, okay. Komm schon. Komm schon. Das ist der Kampf meines Lebens hier. Komm schon, du bist weh. Ja, lauf gegen die Wand. Ja, pack dich in die Ecke fest. Das ist gut. Jawohl. Nein. Oh, danke, dass du ihn einfach besagt. Er ist hier wieder festgebackt. Ja, ich hab ihn rausgepusht und dessen gefunden. Ah, ja. Sehr gut. Meine Fresse, das ist ein epischer Kampf! Jetzt kommt schon, stirb endlich! Er David. Ist tot! Nice! Er ist tot! David? Ja? Guck meine Flugrichtung, dahin. Safe Call. Noch größere Herde im Wald. Oh Gott. Ich hab's ja nicht geschafft. Ich hätte kurz noch gechillt, weil ich habe mich aufgewärmt. Mhm. Ich habe auch den ganzen Kram an, aber ich bin trotzdem unterkühlt. 15 Level hat er bekommen! Boah! 15! Ich habe extra mitgezählt heimlich. Wow, Alpha-Raptoren, Junge. Das war ein epischer Kampf. Am Anfang habe ich immer so Attacken halt gestartet. Ich bin immer drauf zugeflogen, ne, Sturzflug, dann bin ich immer ein bisschen gebissen und so. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe mich halt einfach draufgehalten. Hab dann hin und wieder so ein paar Pflanzenfresser geholt, hab da Fleisch geholt, hab mich schnell wieder hochgehalten und. Jetzt ist der, warte, der hat jetzt ein Level von. Wo bist du? 143, Mann. Boah, was? Ja, Mann. Ist richtig gut. Oh mein Gott. Oh Gott. Endlich. Gott, dass er endlich gestorben ist. Ich bin so glücklich. Epischer Kampf meines Lebens. Hast du den Alpha-Dings noch gar nicht angeguckt hier? Muss den. Er hat ein lilanes Goldkettchen. Und auf beiden Seiten der Flügel hat er Zack Live draufstehen. Siehst du das, David? Ich hab das vorhin schon gesehen. Ja. Ernsthaft? Der hat Thug Life auf dem Flügel stehen, Mann. Und halt das lila eine Goldkind. Oh, komm mit. Ich muss kurz den Chef die Bude zeigen. Ah, lauf nicht durchs Feuer. Lauf nicht. Okay, gut. Holy shit, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn die Pupen. Der Haufen fast so groß ist wie der Pinguin, Alter? Holy shit. What the fuck, Mann. So, warte, ich nehme den Thug Life Pinguin übrigens gerade mit. So. Kurze Erklärung übrigens, was wir genau machen. Außer, dass wir halt am Lagerfeuer rumgammeln und... Was hier mit unserem Pimp-Pinguin? Übrigens, der hat sich verletzt, guck mal! Der ist durchs Feuer gelaufen und hat Schaden bekommen! Nein! Und der hat Kriegsnarben bekommen! Ist jetzt kampferprobt! Thug Life, Mann. Was hast du denn in der Hand, David? Ein Fernglas. Möchtest du eine Sache erklären? Spring mal bitte hier runter. Erklär mir bitte, warum deine Hände so gigantisch sind. Damit ich besser mit Knüppel verprügeln kann. Nein! Oh nein! Oh nein! Jack Life, der hat's. Nein. Oh Gott, wir sind nämlich ins Schneegebiet umgezogen, darum geht's eigentlich. Allgemein, wir haben alles mitgenommen, unser Ankylo ist hier, unser Wolf, der aus irgendeinem Grund so einen komischen Kreis drauf hat, was auch immer das bedeuten mag, ja? 49er Fuchs. unser Quetzal ist hier, der Mammut ist hier. Der Mammut ist übrigens gut zum Holzfarmen, der Ankylo hier unten ist gut zum Kristalle und zum Stahlfarmen. Und zum Steinefarmen natürlich. Der Quetzer hier vorne, der ist gut zum Transportieren. Der Wolf ist gut zum Chitinfarmen. Wir haben also quasi unsere ganze. Wir haben unser Arbeitslager quasi aufgebaut. Ja. Was machst du da unten drunter? Warm, weil das ist ein Fellmonster. Oh. Fuck, man. Aber das stinkt ein bisschen. Ich friere. Warum friere ich? Komm mit in die Bude hier übrigens. Ist übrigens kalt, deswegen haben wir uns gedacht. Sorry, David, möchtest du es nochmal erzählen? Ich möchte darauf hinweisen, dass ich gerade erfriere, weil es hier auf dem Berg pissekalt ist. Überall ist Schnee und wir haben Metallboden. Und, was mir hier vorne aufgefallen ist, wir haben hier unseren schönen Tisch, mit dem wir Glas machen können. Das sieht so ein bisschen aus wie aus so einem feinen Architekturbüro, weißt du, so ein schöner Glastisch. Haben wir geklaut von Star Trek The Next Generation Set, man. Guck das Ding an. Vor allem das Ganze ist, mit so einem Hammer draufgelegt, ja. Metallwerkzeuge, das mega gut. Das habe ich mir schon die ganze Zeit gefragt, warum haben wir einen Glastisch und da drauf liegt ein Hammer. Also, ja, komm, dann gucken wir jetzt erstmal, wie fest wir draufkloppen können, während wir das Glas zusammenknüppeln. Und dann zack, ist plötzlich die Tischplatte gebrochen. Ja, das wird nicht passieren. Oh. Ja, übrigens so, das ist unser Haus. Derzeit ist noch eine große Halle, aber man soll ja so ein bisschen mal zeigen, wie das Ganze am Anfang aussieht, bevor es dann später zu einem großen Haus wird.
Wenn man hier oben hingeht, hier ist übrigens ein Baugerüst, deswegen steht die Rampe noch hier. Okay. Man kann das alles ein bisschen besser angucken. Ich habe nämlich das Dinosaurier-Tor hier vorne perfekt eingearbeitet in das Haus. Das hat noch nie jemand zuvor gemacht. Noch nie. Stimmt. Na, guck dir die Aussicht an. Können wir unten mit unseren Flugsauriern landen? Gehen wir da rein? Das ist wunderschön. Wo können wir landen? Ach, da meinst du so? Ja, genau. Da, wo jetzt derzeit noch unser Baugerüst steht. Unsere Baurampe. Du musst auch reinfliegen. Da muss er nicht mehr hier drinnen bleiben. Da kannst du anfunken. Stempel, bitte Tor öffnen. Gatschi ist im Anflug. Bitte die Tor öffnen. Oh nein, er kommt so schnell rein. Explodiert alles. Mein Gott, was ist heute los? Keine Ahnung, David. Schön, dass es dir gut geht. Übrigens, möchtest du vielleicht noch kurz die Geschichte des Binos erzählen, wie das Bino hier oben hochgekommen ist? Ich bin vielleicht einmal quer durch die Map gelaufen, habe alles getötet, was mir in den Weg kam. Mit dem Kunstbino, da bin ich auf den Berg hoch. Was auch bestimmt keine halbe Stunde gedauert hat. Du hast es innerhalb von einem Tag geschafft, auf Level 74 zu kommen, Mann. Einen einzigen Tag. Oh, what the fuck, hast du ihn gerufen? Oh, nicht, dass er runterfällt, der ist ein chronischer Bergrunterfaller. Bleib da stehen. Oh, apropos Bergrunterfaller. Und das macht halt auch richtig Damage. Das Haus steht übrigens auch auf Stelzen, möchte ich anmerken. So, nebenbei. Der heißt ja wirklich Alpha Kairuku. Oh ja, erstmal gepupt, ne? Achso, ich möchte noch was zeigen. Guck mal kurz. David, hier vorne. Komm, das beste Feature von dem Haus. Guck dir das an. Oh Gott. Bin ich gerade, ohne Scheiß, mich gerade mega erschreckt. Ist es sexy oder ist es sexy, Mann? Mega cool. Ja, kannst du wirklich in die Entfernung blicken. Wow. Ich kann den Boden angucken, warte. Ich habe mein Fernglas dabei. Nee, nix. Spiegelt. Gut, das ist unsere Base, die müssen wir updaten. Wird alles aus Metall gemacht, so wie der Boden hier ist. Das Ganze wird aus Glas gemacht, was vorne ist. Und dann haben wir nur zu Hause. Ist das nicht super? Zu Hause! Yay, zu Hause! Vor allem ausrasten. Übrigens, irgendwann fällt hier jemand runter, weiß ich jetzt schon. Ah, ich mach mal Fallschirme. Ja, schön, gute Idee. Fallschirme. Ist kalt. Ja, dann fahren wir Kristalle. Bitte warm bei. Was denn? Okay, komm mit. Übrigens, ignoriere den Quetzal hier drin. Ja, ist egal, solange ich dich eh drücke, ist alles gut. Oh Gott, what the fuck. das kam jetzt unerwartet. Ich hab nicht drauf geachtet. Das nicht Knüpfel. Knüpfel muss auch mal kommen. Okay. Ja, ist es wieder das ist übrigens gut, dass du einmal kurz so ins Stack angekommen bist. Das hatte ich gehofft, dass es passiert, David. Nein, David kommt hier so rein, denkt an nichts Böses. Komm mit. Wow! Geil, ne? Ich habe auch gerade gar nicht nach unten geguckt. Ja, mir ging es eben genauso. Ich so, was will der mir zeigen? Oh, warte. Der Mammut. Warum habe ich den fallen Bogen? Piu, piu. Wo ist ein Mammut? Liegt vor uns. Der da unten, der da hängt? Ja, oder das rechts davon. Oh Gott. Nein, der verbaut mir meine Sicht. Was für ein Glasboden? Kannst du alles sehen? Warte, Mammut. Oh, getroffen. Oh, es kommt hier. What the fuck? Ah. Okay, scheiße, wir müssen uns erledigen. Kommt uns hierher. Nee, ich baue lieber Glas. Ich glaube nicht. Guck mal, was es macht. Zeig mir einen Rüssel auf uns. Gott, er ist pisst. Was soll der Scheiß? Ein Wutbürger. Also mal herkommen, dann piekse ich ihn. Hält aber gut viel aus. So. Aber in den Nahkampf! Ah! Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ist das ein bisschen weich. Gut, dass jeder so ein Ding dabei hat. Echt? Hat Knüppel auch dabei? Nee, nicht mehr. Okay, dachte schon. Hi, Schangel. Ah, oh, Gott, nein! Das war's. Oh Gott, ich bin gestorben, weil ich da runtergefallen falte mich. Oh Gott. Ernsthaft, Alter. Oh, wie dumm ist das denn? Guck mal, ob du bei uns spawnen kannst. Da bist du gestorben? Ich bin zu schnell gelaufen und ins Fliegen gekommen. Und hab Falldamage bekommen. Ja, brauchst du vielleicht doch ein bisschen Health, oder? Oh, ich war Hälfte. Hast du das Essen rausgenommen aus dem Vogel? Dann kannst du dir gleich entgegenheilen. Nee, noch nicht. Warum ist es eigentlich so, dass David permanent irgendwie am Abkacken ist? Egal, was passiert. Keine Ahnung, weil ich vielleicht gerade von ein paar Piranhas gemampft worden bin. Ah, oh, guck mal, unsere Pinguine haben schon Eier gemacht!
Ich könnte so ein Ei essen. Nein! Ess okay. Das Ei! Nein! Leg das da schon mal Ei essen. Ei essen. David, ist mir egal, ich hole dich meinetwegen wieder ab. Ja, also. Ja, ist okay, es liegt hinter dir, du Arschloch. Ja, Knüppel könnte auch mal ein Bett bauen, anstatt so einen komischen Muffelsack da. Muffelsack? In sowas schlafe ich zu Hause auch, ja. Mir langt das Geld nicht. Dafür hast du eine Zeitungspapier zu Hause rumliegen. Nee, ich hab ein Let's upgegradet. Upgegradet? Pens auf dem Laptop oder was? Der ist schön warm. Was? Hast du was gehört, David? Ich hab so ein. Okay, alles klar. Danny, jetzt neue Waffe. Zwar nur 4 Schuss drin, aber egal. Meine neue Waffe? Ja, ich habe eine neue Waffe für dich. Die habe ich vorhin auch aus dem Drop rausgeholt. Du hast eine Waffe für mich mitgebracht? Oh mein Gott. Mit 4 Schuss. Woher wusste er sich. Oh Gott, jetzt die Maus nicht bewegen. Oh Gott, nicht die Maus bewegen. Okay, drück sie mit den Handballen runter. Oh, Halle fucking Lulia. Oh nein! Oh nein! Oh nein. Unser männlicher Pinguin hier. Der Alpha hat erstmal schön Gangbang gemacht hier und Dreier geschoben. Was? Ja, deswegen ja, zwei Eier hier. Wir haben ja zwei Weibchen. Wo? What the fuck? Was ist hier draußen los? Was ist das, ja. Suck Life? Guck mal, die machen auch scheinbar hier Two Girls, One Cup. Kacke, die auch schon dabei. Kannst du mitnehmen? Ja, aber ich würde sie nicht essen. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht sogar welche rausschlüpfen. Ich weiß nicht, wie das läuft. Keine Ahnung, Alter. Ich hab die Idee. Komm mit, David. Schnell zum warmen Metall. Okay, hier. Hier ist übrigens der Brüter. Oh. Ja, das habe ich ein bisschen hart gedroppt übrigens. David, setz dich drauf. Oh Gott. Leg dich hin, David. Wollen wir sich hinlegen? Ich glaube schon, irgendwie. Mit X. Ja, genau. Bleib so. Bis morgen auf jeden Fall. Bis morgen, ja. I hate you so much. Ja, Daniel, deine. Ja, was Schönes. Wenn der Server nicht wieder sagen würde, nö. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich es irgendwo hingeschmissen, wo du gar nicht bist. Ist hier drüben. Hast du echt kein schlechtes Gewissen, dass du so einen Pinguin-Prostitutionsring aufgemacht hast? Ja, das war schon immer mein Plan. Du wolltest Pimp werden? Natürlich. Niemand wusste, dass es mit Pinguinen passiert wird. So funktioniert nicht. I feel pretty useless. Change name. Ist okay, David, du brauchst nicht weiter auf dem Pinguin einsetzen. Ich habe eine Aufgabe bekommen, dann erfülle ich die auch. Okay, I'm sorry. So, der Pinguin, ihr habt jetzt den allerersten normalen Namen, er heißt Stecher. Ja. Oh Gott. Wo ist Knüppel? Was? Wow, das ist überraschenderweise, dass das gut funktioniert, was ich hier gerade gemacht habe. Wow. Aber es sind keine Tranquilizer drin. Okay, Jungs, kommt her. Du hast gesagt, du füllst die Aufgabe auf und das Ei hat keinen DVW. Daniel. Komm mit. Ist das ein Tranquilizer-Ding? Nee, aber kann man, glaube ich, auch reinmachen in den. Ich wollte gerade auf Dave damit schießen. Guck mal, wie lang das Ding ist. Da ist ein Silencer jetzt drauf. Der ist jetzt doppelt so lang. Oh. Was? Wie habe ich denn den Vogel getroffen? Was? Ich habe den Vogel, den Quetscher getroffen. Ach so, what? Wie? Komm mal mit, David. Komm mal, Knüppel, David. Ach du Scheiße. Oh, wow, ist das ein Glastor? Ja, mach's auf. Boah. Ja. Das ist schon irgendwie ein erhabenes Gefühl, oder nicht? Ein bisschen. Ja, wenn du vorne fehlt übrigens eine Scheibe, da kannst du durchgehen. Wir haben dieses riesige Tor. Oder hier einfach da, wo du durchgehen kannst, wenn da keine Scheibe ist. Aber guck mal, sieht das fett aus, Mann? Ich finde, das hat richtig Stil, Mann. Ohne Scheiß, das ist so eine arrogante Pimpfung. Es fehlt eigentlich nur noch, dass hier so ein Jacuzzi ist, weißt du? Wie heißt der eine Film hier mit, oh Gott. Wie kommt bald ein Jacuzzi für die Pinguine, Alter? Für den Pinguin-Pimp. Der Pinguin sitzt wieder im Jacuzzi. Du hast übrigens hingekackt, David. Kein Problem. Ich meine Kacke. Nicht? Nein, das ist eine Kacke. Hier ist keine Kacke. Das habe ich schon gedacht. Oh.
Damit auf die Kacke rumzuwerfen. Mist, David hat gelernt, dass er mit Kacke uns kontrollieren kann. Nein! Kacke! Ja. Ich baue nochmal weiter, ja, währenddessen er mit Kacke rumspielt. Immerhin haben wir jetzt ein arrogantes Tor hier drin. Oh ja. Wie gesagt, da fehlt nur so einen schönen Jacuzzi hier, damit du nach unten gucken kannst. Ja, richtig. Kann man nackt drin schwimmen und die ganzen Leute sehen's. Ja. Das ist Teil unserer Dominanz-Kampagne hier, ne? Das ist richtig arrogant. Oh nein! Die Eier vom Moon Dai. Oh nein! Ich muss hingucken, ist wie ein Autounfall. Oh nein! Na ja, egal, ich baue da mal, ja. So, 32 Glaswände werden gebaut. Holy shit. Das Bild hier, diese ganze Basis entwickelt sich jetzt ratzfatz. Lila. Eine Farbe. Oh, ist das gelb? Das ist gelb. Möchte auch keine Werbung machen, aber ich habe so circa die komplette Dauer des Hausbaus. Hausbaus. Aber ich habe die ganze Zeit Goldfrap gehört oder Justice oder so. Ohne Scheiß. Du musst irgendwas Entspannendes hören, sonst rastest du hier aus langsam. Ja, oder du hast einen Schlaganfall, so wie du gerade. Anfallsschlag, nicht. Bausparvertrag, Bausparkatze. Hey, wir sagen gleich ein bisschen weiter hier nicht, okay? Steuerabrechnung. Das ist doch gemüht. Ah! Wibbel, flieg mich mal zu dem Gelben. Ohne Momente, por favor. Habt ihr Bock, übrigens so Kristalle abzubauen? Wir brauchen ein bisschen mehr Crystal. Yo. Oh, Crystal? Okay, ich hab hier noch 38 für dich. Oh, das Crystal für mich? Natürlich. Nice. Selbst angelegt und alles drumherum. Liegt neben dir. Ich mag übrigens diesen Pinguin-Prostitutionsring. Achso, wenn du Crystals hast, ne, musst du einfach immer in den Crystal-Schrank legen. Also in den Crystal-Tisch legen. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Ne? Das ist alles viel zu lang hier. Die Leute gucken das Video und denken sich so, ja, das war lustig, dass der Let's Player-Typ da plötzlich so einen Schlaganfall bekommen hat. Weil wir nicht gesehen haben, ist nicht, wie ich den Scheiß hier quasi baue in stundenlanger Arbeit. Let's go zum Gelben, es ist links von uns. Links? Ja. Oh mein Gott, wir sind überladen. David, du bist zu dick. Warte, wir müssen den Adler nehmen. Nö, sorry. Gebe ich euch nicht. Spät. Oh nein! Übrigens, okay. Lag es gerade wieder? Es geht. Gerade. Ja, lauf doch mal weg von mir, David. Sorry, ich wollte gerade richtig. Ja, schon okay. Klar. Dann sind wir noch gerne Pisser. da vor uns. Gut. Doch gelb, oder? Der ist gelb. Sag ich doch. Ja, Dave ist farbenblind. Dave ist farbenblind? Oh nein, Dave. Dave der Luterich. Jetzt, wo alles aus Glas ist, ist es nicht so einfach immer zu erkennen, was man da eigentlich vor sich hat. Das ist echt doof. Alles ist so durchsichtig. Ja, David. Hättest doch selber hinfliegen können. Dann hättest du nur noch gekriegt. Ja, genau. Ich habe unglaublich gute Erfahrungen damit, irgendwelche Tiere irgendwo hinzunehmen. Dann kommen Adler und T-Rexe und mampfen den weg und nee, danke. Nee. Funktioniert eh ungut. So. Oh Gott, bitte lass mich das ersetzen mit Glas. Oh, ich flipp schon wieder aus hier. Ah, jetzt hat's einmal kurz funktioniert. Oh mein Gott! Oh! Ohne Scheiß! Ark, get your fuck together! Ohne Scheiß! Ah! Ohne Scheiß, wir brauchen einen Rust-Entwickler, der hier hinkommt und den mal richtig ins Gesicht haut. So, hier macht man, so baut man ein Building-System! Ihr baut Scheiße! Finanzierungsprobleme. Wöchentliche Updates. Community aus Leuten, die Leute als Schwuchteln bezeichnet, wenn man ihnen einen schönen Tag wünscht. Aber so ein bisschen Diskriminierung hat bis jetzt noch niemandem geschadet, ja. Du bist dick, David. So, ich versuche mal deinen Quetzal hier rauszupacken. Oh Gott. Das ist jetzt schon eingebaut, du kommst nicht mehr raus. Ah!
auf, wenn du wackelst, kann ich nicht richtig, kann ich nicht richtig wütend werden bei den Guck mal, ich probiere jetzt mal was aus, okay, David? Pass mal auf. Oh. Will ich sagen, in dieser kleinen Pissbude ist ein riesiger Flugdino, den ich gerade versuche hier rauszupacken. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man den Flugdino direkt auf den Glastisch packt, damit der ganze Metall halt abgeladen werden kann daraus. Kann ich jetzt laufen? Ja, bist du fertig? Ja, ja, natürlich, jetzt auch gerade schon mal. Oh, nicht laufen, bitte! Hey, du läufst einfach weiter. Manchmal kommst du so vor, als wenn David gar nicht so aufgeben würde, dass ich sage, dass er kurz warten soll. Was? Hab ich nicht zugehört. Hey! At this moment, Dave hört Daniels feelings. Okay, this was the moment something broke inside of me. Das ist ziemlich abgefuckt, was gerade passiert ist. Und es tut mir sehr weh innerlich, dass ich den Scheiß machen musste. Und ich hoffe, ich muss es nie wieder machen. Dup, dup, dup. Dup, dup, oh dup, 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 dup. Warum kann ich das denn nicht? Ist obstructed? Oh nein, ich hab schon wieder... Oh mein Gott, arg. Oh Mann. Das ist schon ziemlich lustig, weil der Ausdruck arg auch impliziert, dass du gerade, weißt du, so... Ah, und das ist gleichzeitig der Name des Spiels. Ja, ich kann's gerne sagen, das Bausystem ist arg scheiße. Ja, ohne Scheiß. Ich bin nicht mal argwöhnisch, ja. Oh, wow. Oh Gott. Du möchtest ein paar Kristalle farben gehen? Oh Gott, ich finde es so schön, was gerade passiert ist. Oh. Crystal ist Knüppel immer dabei, weißt du doch. Natürlich. Oh Gott, nein, was hast du denn? Nein, stop it. Oh Gott. Was hast du mit dem Vogel gemacht? Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich Daniel... Wenn ich lande, ist direkt in Daniels Richtung geflogen. Der weiß ja, wer ihn besser ausparken kann, Mann. Mhm. Oh Mann, was gerade passiert ist, meine ganze Glasfront ist gerade weggebrochen. Ach du Scheiße. Komm mal kurz her, David. Moment. Ich meine, guck mal, das sieht ja schon ganz cool aus eigentlich so, ne? Mhm. Mit den Glaskasten und so. Aber guck dir das Ding da oben an. Ich hab das von hier drin platziert. Wie ist es da oben hochgekommen? Wie? Ja gut, ich sag mal so, du hast es auch geschafft, in Rust einfach eine Mauer, ein Stockwerk oben drüber hinzustellen. Ja. Will ich nicht durchsprechen. Magic Mauer. Oh, ich glaube, hier ist ein Loch drin, oder? Ist da kein Loch drin? Ohne Scheiß, ich kann nicht mal sagen, ob hier irgendwo ein Loch drin ist, ne? Ohne Mist, ey. Spring einfach durch, go, zack. Wie ist so mit diesem kuschel Geschäftsmann? Der gegen so ein Ding gesprungen ist und dann irgendwie abgesegelt ist. Nee, der hat gesagt, so ja, das da war, glaube ich, irgendwie im 70. Stock. Ja. Und der hat gesagt, nee, kein Problem, das ist Panzerklasse, kann nichts passieren. Dann ist er gegen das Glas gesprungen. Und das ist das Glas kaputt gegangen, da ist er aus dem 70. Stock gefallen und gestorben. Boah. Er ist ein Gewinner des Darwin Awards. Aber man muss dazu sagen, ne? Vermutlich, wenn er nicht mit voller Pulle gegengesprungen wäre, wäre da nichts passiert. Ja, aber gut, wenn man halt überlegt, ne, wenn der volle Tempo reinspringt, wenn der so mal durchschnittlicher Mann so 80, 90 Kilo hatte. Das ist schon ordentlich. Oh Mann. Oh. Oh, dankeschön. Der gute Dino hier, der Flugdino, geht auf Raid, ne? Ja, genau. Kannst du nur auch auf Speed skillen, wenn du möchtest? Also der du meinst den Quatzel? Oh, Quatzel? Ja, genau. Ja, genau. Einfach auf Raid oder auf Movement Speed. Kannst du ja aussuchen. Ja, ich habe jetzt mal Raid gemacht, sind wir bei 1100. Oh. Sorry. With a capital letter. Hübsch. Außer das komische Ding da oben. Oh, was, da geht das? Ja, du willst ja verarschen. Ah, vielleicht weil da hinten die Rampe war? Nee. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich blicke nicht durch. Lupi? Sag mal, ich bin gleich da. Ach, dann lande ich hier nochmal kurz. Dann gehe ich nochmal Pipi machen. Was willst du lieber machen? Baby Ridge oder fliegen? Mir egal, kannst du dir aussuchen. Dann fliegst du. Du bist der Flieger, ich merke das schon, du bist Pilot. Wieso tatsächlich? Hochpilot! Oh, David. Das macht mir auch gerade Angst, was für eine Stimmlage ich gerade erreicht habe. Mega crazy, Alter. Oh, das ist echt krank. Das ist komisch zu merken, ey. Oh, Scheiß, lach nie wieder so. Holy crap. Hölle, wo kommt das? Egal. Ich muss jetzt. Ich geh jetzt auf die Toilette. Geh. Gut, dass ich die Aufnahme anhatte.
Perfekt. Und das passiert, wenn ihr das Video nicht liked. Ja, und dann lacht sogar der Knüppel. Und der hat nicht viel zu lachen. Nee, hab ich nicht. Knüppel hat einen Dinosaurierpuff aufgebaut. Und dann weißt du warum? Warum du einen Dino-Puff aufgebaut hast? Einen Pingu-Puff aufgebaut hast? Weil es das Einzige ist, was ich kann.